Wie lasse ich die aussehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mach's von der Brücke nach drüben. Dann verschwindet das. Das. Dann fliegt jetzt... hier die Brücke so hin. Und sieht ja drüben auch, dass es schon von hier losgeht. Wenn ich jetzt hier einfach so durchziehe, Moment. Ich schieße gerade runter zu segeln. Ich meine, dieses Farbentisch ist jetzt nicht unbedingt das Highlight. Es geht ja auch gerade mehr darum, jo, das bei der Brücke zu haben. So. Warum nicht? Dann haben wir hier noch unsere Fackeln. Die können wir hier platzieren. Hat mir seinen Weg, kann auch hier mal runterschnicken in beide Richtungen. Habe ich gerade, ob das sein muss hier oder ob das übertrieben wirkt. Ich glaube schon, dass das übertrieben ist. So, ja, was immer mehr. Hier, dass wir dann alles auskleidet. So kommt man nicht auf die Idee, hier rüber zu springen, aber man weiß, okay, gut, hier habe ich Busch platziert, das heißt, hier ist was. Hätte aber gern wirklich noch ein Stück Eisen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was habe. Ich guck mal ganz kurz. Guck ich gar nicht rein. Wieso steht das Pferd hier? Hier habe ich Kohle. Das war's ansonsten aber auch. Wo bist du denn her? Tja, dann mach ich mal auf den Weg nach drüben. Man könnte vielleicht hier hinten komplett so ein riesiges Pilzgelände hinbasteln, ist ja vielleicht auch so eine coole Idee. Ich glaube, es war doch gerade Nacht. Ich begebe mich ja eh gerade weg. Um noch Eisen zu krabbeln irgendwo. Habe ich denn gerade ein bisschen habe ich dabei? So. Hier werde ich kein Eisen haben, deswegen gehe ich mal komplett rüber. Ins andere Haus. Dann werde ich das Weizenfeld auch gleich mal abernten, weil... Das können wir gut gebrauchen. So. Ah, ich bin jetzt ja gar nicht mehr hier oben. Was mache ich denn? Du
kannst nur nachts schlafen. Es wird gar nicht Nacht. Okay. Eisen. Nicht vorhanden. Das ist so schlimm, ich wollte mir eh noch einen anderen Block holen. Dann gehen wir halt gerade... Ich überlege gerade was. Aber das mache ich dann wahrscheinlich bei einer anderen Hütte. Das mache ich nicht hier. Hab eine coole Idee, aber das muss man dann später mal ausprobieren. Boah, sieht so dunkel aus hier drin. Ich brauche... Moment. Ich brauche... Vier Stück davon und ein Eisen. So, das war's schon. Ah, hier ist ja auch, hier ist mir der Creeper explodiert, das muss ich auch noch beheben. So. Hier habe ich auch noch ein Problem. Oh, diese ganzen Viecher, die eben die Welt zerstören. Hier könnte ich mal eine Fackel anbringen. Genau wie hier. Nanü. So. Dann ernte ich diesen Baum hier nochmal komplett ab. Und dann kommen wir ernten nochmal diesen Baum ab. Das kann ich ja später immer noch anders machen dann. So. Einfach erstmal abernten. Moment. Ich weiß natürlich nicht, wie sehr ich jetzt meine Umwelt damit zerstöre. Sieht es gar nicht so drastisch aus. Ich lasse mal die Schlüsselelemente noch hier stehen. Das kann weg. Habe ich Erde zufällig dabei? Ja, ein bisschen habe ich noch dabei. So. Habe ich da gewusst, dass da was hinter mir ist. Boah, ich sehe den fast gar nicht. Hilfe, ist das dumm. Ja, klasse. Die einfach mal alles weggesprengt hat. Wirklich alles, was hier war. So. Ja, ich gehe gleich schlafen, kein Problem. Hallo? Nein! Boah, ich hasse Creeper. Ja, finde die Viecher. Ich habe hier kein Bett, wetten. Natürlich habe ich hier kein Bett.
Tja. Ich habe Äpfel, ich habe aber auch kein Gold. Ich habe Äpfel, kein Gold. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht irgendwas in einrichten kann. Ich bleibe jetzt eh nichts anderes übrig, außer zu warten. Von daher kann ich auch versuchen, irgendwas hier zu dekorieren. Ich habe nämlich leider auch kein Zeug für ein Bett dabei. So. Machen wir mal hier sowas hin. Dann mach schon mal 12 Stöcker. Dann machen wir uns hier einen klassischen Tisch hin, wie ich ihn immer mache. Natürlich brauchen wir dann später Wolle dafür, den können wir jetzt noch nicht einrichten. Ich könnte theoretisch, nee, mach ich mal nicht. Farm. So. Stelle. So, was machen wir denn noch hier rein? Habe ich Glas oder Sand dabei? Auch nicht. Ich habe gar nichts dabei. Was könnte ich noch ineinrichten hier? Hier oben ist ja soweit alles fertig. Nur ein paar mehr Fackeln brauche ich hier oben. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir hier oben noch was spawnt. Mir die ganze Einrichtung zerruppt. Auf dem Balkon tue ich mal ein paar Fackeln platzieren. Also hier oben ist schon geil mit dem Zeug, was hier überall rumsteht und dann halt so lagermäßig aussieht. Dann haben wir mal zwei Kisten. Dann stelle ich einfach mal hier so eine Doppelkiste hin. Was könnte ich denn noch einrichten hier? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, schon klar. Ich habe irgendwie nicht so den Deko-Drang. Ich weiß auch nicht warum. Ich bräuchte für alles, was ich gerade dekoriere, Wolle so ein bisschen. Sozusagen habe ich gar nicht die Mittel. Das Bett könnte ich hierher kaufen. Huch! Hey, jetzt kann ich doch reiten oder was? Ach so, nee. Huch! Hat er mich durch die Wand abgeworfen. Ist aber ein kräftiges, ist ein kräftiges Pferd. Kurz was essen. So. Na komm her, los. Na also. Hast du ganz alles dabei, siehst du mal. Yay, ich hab's geschafft. Ich bin entkommen.
Keine Ahnung, wo ich das Pferd jetzt hinstelle. Ich glaube, ich lasse einfach mal hier so stehen. Und ich sehe gerade, dass hier drinnen auch keine Fackeln sind. Das heißt, jetzt drin könnte auch übelst einfach was spawnen. Und dann begebe ich mich gerne einfach mal jetzt hier rüber und test jetzt mal hier was aus, während es noch dunkel ist. Und zwar eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir hier die Steinplatten. Machen wir es so. So. Ein Ofen ist fertig. Tada. Nein! Nein! Nein, lass mich hoch! Das kann nicht sein, diese Viecher gehen mir so auf den Sack jetzt. So, Fresse halten. Mein Gott, ey. Ich bin nur am Reparieren gerade, das ist unglaublich.